Darüber möchte ich sprechen mit dem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischauer, mir nun zugeschaltet. Denn vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, ob Maaßen tatsächlich freiwillig aus der CDU austreten würde. Damals schon unwahrscheinlich, jetzt wissen wir es. Wie geht es also weiter? Die CDU möchte ihn unbedingt loswerden. Was denken Sie, wird Maaßen da jetzt tun? Kann man ihn da doch noch irgendwie freiwillig bewegen? Also Hans-Georg Maaßen sieht sich ja als Bewahrer des wahren Erbes der CDU. Ja? Also der nicht Angela Merkel CDU. Und fühlt sich, wie das immer so ist, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, auch angefeindet wird, von einer Reihe von positiven Zuschriften bestärkt. So, es weiß, dass es also eine Reihe von Leute auf ihn zugetreten sind und ihm geraten haben, doch mal den Arm auszustrecken und sich ein bisschen zu mäßigen. Aber da sieht er gar keine Veranlassung. Und insofern, ich glaube, er kalkuliert, dass am Ende er von diesem sich wahrscheinlich auch sehr lange noch hinziehenden Streit mehr hat als die CDU. Wenn wir mal auf das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Erbe der echten CDU blicken, dann gibt es natürlich immer wieder konservative Stimmen. Aber was ihm vorgeworfen wird, Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungsideologien, das ist nun wirklich nicht das, was die CDU nach außen ausstrahlen möchte. In Ihren Augen, was ist denn wirklich dran an diesen Vorwürfen? Maaßen selbst sagt ja nichts. Also ich habe mir das alles angeguckt, selbstverständlich. Also dafür, dass er ein Rassist ist oder ein Antisemit, gibt es jedenfalls bislang keinen Beleg. Dass man der Gegenseite Rassismus vorwirft, das hat er ja getan, hat also gesprochen davon, es gäbe eine rot-grüne Rassenlehre, ja, nach der die Weißen, also als minderwertige Rasse betrachtet würden. Das ist ja noch nicht die Verbreitung von Rassismus. Wenn das so wäre, wenn man also das Wort Rassismus schon in den Mund nimmt und dann damit selber zum Rassisten wird, dann werden große Teile der Linken, also Rassisten. Das ist ja ein beliebtes Argument in der politischen Auseinandersetzung mittlerweile, dass man also wild mit der Rassismuskeule herumfuchtelt. In dem Fall hat das jetzt, ein bisschen absurd aus meiner Sicht, Maaßen mal andersrum gemacht. Auch für das Antisemitische gibt es keine wirklichen Belege. Insofern wird dieses Ausschlussverfahren, das die CDU da jetzt möglicherweise betreiben will, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber alleine das Beispiel der Rassenlehre, das ist ja wirklich ein Wort, das wir aus der dunkelsten Zeit Deutschlands kennen, das dort genutzt worden ist. Das jetzt noch mal zu verwenden, auch Maaßen weiß, was er damit auslöst, zeigt das nicht, welchen Gruppen, welchen Menschen, welchen Ideologien er nahesteht? Ja, also wenn man das Wort Rassenlehre nicht mehr benutzen kann, ich meine, das macht ja, also wenn Sie mal, sagen wir mal, bei der grünen Jugend oder bei der Jusos sich rumhören, da wird ja nun ständig davon geredet, dass die andere Seite rassistisch sei und irgendwelche rassischen Vorstellungen hätte. Also ich glaube, wie gesagt, es ist jetzt jetzt vielleicht nicht besonders zutreffend, der anderen Seite zu unterstellen, dass sie eine Rassenlehre verfolge. Aber das, wie gesagt, macht einen selber ja noch nicht zum Rassisten, dass man mit vielleicht auch fehlerhafter Argumentation jetzt die Gegenseite überzieht. Und ich glaube, das wissen Sie ja auch in der CDU. Am Ende geht es vermutlich eher auch darum, ein Zeichen nach außen zu setzen. War ja lange auch gefordert von Friedrich Merz, sich loszusagen, sowohl von Maaßen als auch von der Werteunion. Und das hat man jetzt gewissermaßen mit diesem Ausschlussbegehren gemacht. Was dann am Ende rauskommt, ja, wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ja. Also bei der SPD hat es 10 Jahre gedauert, bis sie Thilo Sarrazin losgeworden sind. Man haben darüber reichlich Anwälte verschlissen. Das wird jetzt hier nicht viel anders sein. Mit Bitte um kurze Antwort. In Ihren Augen ist es also ein Fehler der CDU, Maaßen loswerden zu wollen, und er sollte Teil der Partei bleiben können? Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Also man setzt, wie gesagt, ein Signal. Man sagt, dass man mit diesen Leuten in der CDU nichts mehr zu tun haben will. Die Werteunion selber umfasst etwa 4.000 Mitglieder. Ob das jetzt ein schmerzlicher Aderlass wäre, wenn die alle geschlossen zur AfD übertreten würden, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, dass Parteien auch eine gewisse Toleranz haben müssen, bis zu einer bestimmten Grenze. Wie so schön heißt, das Haus des Herrn hat viele Zimmer.
Auch Knallköpfe haben auch ein Recht, sozusagen dabei zu bleiben, solange sie nicht eben sich zu exzentrisch und auch extremistisch äußern. Und diese Grenze sehe ich bislang beim Maßen nicht überschritten.